Willkommen zum Magazin Brennpunkt Wirtschaft hier auf RRO TV. Schön, Sie damit dabei. Online, Tageszeitung, Wochenzeitung und Verlag. Seit diesem Frühling ist alles im grossen Medienhaus zu Fisp unter einem Dach. Der Simon Kalbermatto liefert einen Blick hinter die Kulissen von dem Medienhaus. Sechsmal in der Woche Wallis erboten. Einmal Rhone-Zeitung, wöchentlich ein RZ-Magazin mit WB-Stammtisch als TV-Format und 1815.ch, ein Online-Portal, das ständig das Neueste aus der Region veröffentlicht. Das ist das Unternehmen Mengis Medien, neu mit Sitz zu Fisp und mitstreien in der Veränderung, die vor keinem Medienunternehmen Halt macht. Die grösste Veränderung liegt vermutlich in der Veränderung. Also, man muss umdenken, man muss Spass haben an den Sachen. Das ist immer ein bisschen schwieriger. Man muss sich bewegen, umdenken, anders auf die Leute zugehen. Und das ist eigentlich die grösste Herausforderung. Wenn man das mal gepackt hat, dann fängt der Spass an, Motivation, dann geht etwas. Aber bis es gerade so weit ist, braucht es ein bisschen Zeit. Seit dem Frühling 2016 arbeiten die Mitarbeiter vom Walliser Boten, der Rhone-Zeitung 1815.ch, aber euch im Rotten Verlag unter einem Dach an der Pomona Strasse zu Fisp. Neu, hell, einladend. Das ist manchmal der erste Eindruck von Besucherinnen und Besuchern, aber euch von Kundinnen und Kunden im neuen Medienhaus. Der grösste Wechsel für die Journalisten ist die Arbeit im Grossräumbüro. Was in grossen Deutschschweizer Redaktionen noch längst zur Tagesordnung kehrt, setzt man jetzt euch im Medienhaus im Oberwallis um. Für den Herold Bieler, den Chefredaktor vom Walliser Boten, gibt es aber im Zeitungsmacho noch viel andere wesentlichere Veränderungen als der Wechsel in ein Grossräumbüro. Für ihn ist klar, es ist eine Herausforderung, sechsmal in der Woche für das Oberwallis eine Tageszeitung zu machen. Ich wundere, wie das bei Europa so aussieht. Wir kommen hier morgen zusammen und wir müssen eine Zeitung machen jeden Tag. Und die Themen liegen im Oberwallis nicht auf der Straße. Wir sind eine relativ überschaubare Gegend. Wir haben das Problem, wir sind im Umfang relativ eingeschränkt, können 24 Seiten machen oder 32. Das heisst, wir müssen jeden Morgen entscheiden, 8 Seiten mehr oder weniger. Und das gibt natürlich Druck, wenn man den von den Inserat her mehr sollte machen. Aber wir sind weniger Redaktoren. Das ist jeden Morgen, wo ein gewisses Reizklima da ist. Aber es braucht einen gewissen Druck, sonst kann man nicht arbeiten. Zusätzlich Druck auf die Tagespresse gibt es von unterschiedlichsten Online-Portalen oder den neuen Social-Media-Produkten, die primär dafür zuständig sind, die Online-News schnell zu verbreiten. Für den Herold Bieler ist klar, dass es diesem Problem keine Patentlösung gibt. Das haben wir auch im Tourismus. Wenn ihr seht, heute Hotel, die müssen eigentlich gratis sein, somit in die Zimmer geben sie sogar gratis, nur da stechen und das Essen zu trinken verkaufen. Das ist eine riesige Aufgabe. Da haben auch grosse Verlage wie NZZ, wie Tagesanzeiger eigentlich keine Lesung parat. Die können es teilweise mit anderen Geschäftsfeldern überbrücken, aber wir haben nur eine Lesung. Das ist lokal, 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 sei es im Sport, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Kultur und in der Politik. Und dem müssen wir einfach bieten, mehr als nur News. Nicht nur melden, es war ein Unfall, sondern auch sagen, probieren uns zu finden, warum ist das passiert, warum ist zu dem Unglück gekommen. Trotz Konkurrenz im Netz via Apps oder euch auf sozialen Netzwerken, der Herold Bieler ist überzeugt, dass das Oberwallis eine Tageszeitung will und euch eine braucht. Das ganze Produkt soll nicht nur einheitlich aussehen, sondern euch mit bunten, laserbindenden Fotos jeden Tag aufs Neue zum Lesen animieren. Darum kümmert die Schicht-Layout-Abteilung im Haus Mengis. Für die Berechtigung für eine Tageszeitung im Oberwallis steht euch der Verwaltungsrat von Mengis Medien. Der Beat Lauber, der findet dazu klare Worte. Ich glaube, gerade in einer Region wie hier im Oberwallis, da braucht es einfach eine gut gemachte Tageszeitung. Das ist für uns ganz wichtig. Und für das stehen wir mit dem Namen Mengis euch. Der Walliser Bote ist einfach etwas Tolles. Und darum bin ich zuversichtlich, dass euch unsere Abonnentinnen und Abonnenten der noch Jahr uns, Jahr ein weiter werden abonnieren. Vielleicht lesen sie ein Tag vermehrt auf einem iPad. Aber die Marke selber ist etwas, was wir investieren wollen. Das sehen wir auch, wie ist jetzt hier im Hintergrund. Wir haben ein neues Verlagsgebäude gemacht und wenn ich nicht an die Zukunft glaubte, hätten wir vermutlich nicht so viel investiert in die Zukunft. Ein weiteres Kind im Haus Mengis ist die Druckerei. Ohne Druckerei keine Zeitung.
Mit dem Wechsel vom klassischen Rollaufsatz zum neuen digitalen Zeitungsdruck hat Menges Druck AG im Sommer 2015 eine Duftmarke gesetzt. Für den Arnold Schmid, langjährigen Produktionsleiter von Menges Druck, ist der Start mit der neuen Maschine geglückt. Wir haben sehr viel selber arbeiten und auch sehr viel selber testen. Aber das ist eigentlich immer ein bisschen vorwärts gegangen. Und man muss sagen, wir waren ein gutes Team, wo ein anderer hat ein bisschen den Rico freigehalten und bei jeder geschreckt hat. Das ist nicht immer problemlos gegangen, hat euch lange Deckungen, euch schlaflose Nächte. Aber durch den Erfolg sind wir eigentlich ein bisschen zusammengewachsen und ja, ich bin ein bisschen stolz, was wir erreicht haben. Die Menge ist Druck AG produziert mit dem Walliser Bote die Ersttageszeitung weltweit auf dem digitalen Druckverfahren. Der Geschäftsführer in Kurt Super gibt es aber noch andere Argumente, die Aufträge mit Menge ist Druck zu machen. Die Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, helfen natürlich uns, die Kunden hier im Oberallis noch besser zu bedienen. Wir vereinbaren den klassischen Offset-Druck mit dem Digitaldruck. Das heisst, wir können heute individualisieren und personalisieren. Das heisst, wir können jeder Bobot zur Maschine kommt, praktisch mit einem unterschiedlichen Inhalt produzieren. Diese Mitarbeiter sind Profis auf ihren Fachbegriffen. Wir bieten an von der Textredaktion, Medienberatung, Grafik und Gestaltung, Druck, Weiterverarbeitung und Logistik. Das Angebot, das unser Kunde profitieren. Einen besonderen Stolz hat man in der Mengesdruckerei über die verschiedenen Zertifizierungen. Man ist ISO zertifiziert und euch Val Excellence. Vor allem aber euch ISO. Da gibt es schweizweit nur mal eine Handvoll Druckerien, die das von sich behaupten. Trotz allem, euch Druckerien spüren durch sinkende Auflagen, Preisreduktionen oder euch die Konkurrenz aus dem Ausland zwischendurch einen einigen Gewinn. Dazu kommt, dass es in der Schweiz ein super Angebot an Produktionskapazitäten gibt. Wir schauen zum jüngsten Kind im Haus Menges. Der Altmedia GmbH als Herausgeberin von der Rhone Zeitung, die Menges Medien seit 2,5 Jahren Mehrheitsaktionärin ist. Ein Produkt, das sich fast ausschließlich von Werbegeldern finanzieren. Erfolgreich. Nichtsdestotrotz braucht es da für euch eine starke Redaktion, weil mit abnehmender Qualität in der Redaktion sinkt in euch die Bereitschaft, von Werbekunden in der RZ zu inserieren. Der grosse Vorteil von der Rhone Zeitung, sie erscheint in jeder Haushaltung im Oberwallis und wird durchgehend vierfarbig gedruckt. Für den Chefredakteur in Walter Bellwald gibt es da dabei trotzdem eine klare redaktionelle Ausrichtung. Also wir wollen natürlich in allen Bereichen unsere Akzente setzen. Das heisst Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport wie Gesellschaft. Und wichtig ist natürlich für euch, dass wir vor allem Dorfgeschichten bringen und insofern probieren, über die ganze Region interessante, spannende Unterhaltung zu bieten. Unterhaltung liefert die RZ euch im TV-Bereich. Wöchentlich produziert sie ein RZ-Magazin, gedreht, vertont und aber euch geschnitten von eigenen Redaktoren. Auch so verfügt Menges Medien euch über die sogenannte Bewegbildkompetenz, die in der heutigen, schnelllebigen Medienwelt vermutlich immer wichtiger wird. Soweit ist Ihre Reportage über das neue Medienhaus zu Visp. Schön, Sie damit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit.